Kriminaltango. Bittet der Reichstag dunkle Gestalten. Schwarz-gelbes Licht. Und sie tanzen einen Tango. Die von der Leyen, der Größe. Ja, sagte leise süß. Nach der Debatte machst du dich. Kriminaltango im Kabarett Obelisk zum 35. Geburtstag. Und alle frühere wie aktuelle Mitstreiter waren gekommen, um auf der Bühne zu gratulieren. Also ich liebe Internet. Internet ist eine feine Sache. Ne, guck mal. Ich gehe nun nicht mehr gerne vor die Türe. Ja, also wenn du dich wirklich musst. Die E-Mail da draußen alle dermaßen auf dem Zünder, das kannst du dir ja nicht vorstellen. In diesem Internet, da kannst du eins rummeckern. Ja, die haben da diese Forums, haben die da. Ja, und in so ein Forums, da kannst du jeden einander aufbringen. Ganz einfach. Schreibst du einfach, Ossis sind die besseren Deutschen, zack, hat die eine Hälfte schon vom Mund. Ich schreibe sie eine halbe Stunde später, nie, Ossis sind alles faule Stasi-Säcke, zack, rasse die andere Hälfte. Ah, ich weiß. Oh, ich könnte den Tag lang machen. Mach ich ja doch. Was ist denn schon dabei? Wisch, wisch, saug, saug, feg, feg, rubbel, rubbel, jubb. Wisch, wisch, saug, saug, feg, feg, schwupp, schwupp. Alles Gute zum Geburtstag. Zum 35. Ja. Du siehst so frisch und jung aus. Ja, wir wären stolz, wenn wir mit 35 auch so jung und so frisch wären. Wir freuen uns auf, wir mal. Waren wir mal. Waren wir freuen wir uns mal. Auf ganz viele neue, schöne Konzerte. Wir freuen uns immer wieder über das Publikum hier in Potsdam. Guckt euch ruhig das an hier. Guckt euch ruhig das an. Ich sage immer, mein Körper ist der einzige Körper, der noch nicht vom Sport entstellt ist. Ja? Ja, da gucken Sie. Ich weiß gar nicht, wo Sie die ganze Zeit hingucken, ja? In die Mitte. In die Mitte, Sie kleines Ferkel, ja? In die Mitte, ganz offen, ja? Also Moment, wie sagt Herr Fetsch immer, ja? Das ist hier kein Bauch, das ist eine Senkbrust, ja? Das ist eine ganz, ganz andere Sache. Kinder, ich habe auch keine Zellulitis wie andere Frauen hier im Saal. Nein, ich habe hier einen Hagelschaden, aber das ist auch eine schöne Sache. Ja, und das Schlimme ist ja auch, er hat jetzt die ganze Zeit, hat er auch noch auf meine Waden geguckt. Mein Rudi sagt auch immer, also Rudi ist ja mein Mann, mein Rudi sagt auch immer, dass Frauen ab 49 in die Wechseljahre kommen, weil sie dann nämlich das Blut für die Krampfadern brauchen. Nicht erwähnt? Ja. Ja, dann gratuliere ich uns, mir und überhaupt allen in dieser Stadt, dass sie dieses wunderschöne Kabarett haben. Und wenn ihr alle brav seid, machen wir auch weiter für euch, für unsere Stadt, für unsere Fans, für unsere Freunde, für unser wunderbares Publikum. Hm? Da haben sie an meinem Reiterstand nicht unter den Linden gebetet, lieber Fritze, steig hernieder und regiere Preußen wieder. Lass in diesen schweren Zeiten lieber Angela und Guido reiten. Irgendwie muss ihr das zu Ohren gekommen sein. Am nächsten Abend war sie selber da. Das war da schon kein Gebet mehr, sondern mehr eine Ordre. Ne? Lieber Fritze, weiterreiten. Lass in diesen schweren Zeiten dich zu gar nicht animieren. Ich will lieber selbst regieren. Am nächsten Abend stand er auch noch da. Er hat wenigstens gegrüßt. Hallo, grüß dich, alter Fritze. Bleib auf deinem hohen Sitze, auch in diesen schweren Zeiten. Ich kann sowieso nicht reiten.
zum Landmann gehofft. Von mir träumt heute Nacht jeder Mann hier im Saal, also wählt mich. Ihr habt keine Wahl. Wie schon die Bibel einst verhieß, dass eine lange Dürre naht. So stehe ich hier, ich bin bereit, als Mutter für den Vaterstaat. Und über meinem kleinen Haus in Potsdam-Babelsberg, da steht mit seinem langen Feuerschweif seit heute Morgen ein Komet. Ganz liebe, herzliche Glückwünsche zum 35. Ich war ja also eine Zeit lang mit dabei, aber ich wünsche euch für die Zukunft ganz viele neue Ideen, viel Spaß und Schaffenskraft und jugendliche Zellfrische. Das ist auch wichtig. Wie hat euch denn eure Gala gefallen hier und das, was eure Gäste so gezeigt haben? Oh, na, wir sind hoch zufrieden. Crazy. Ja. Oder wie mein Sohn sagen würde, lol. Ja. Nee, war völlig in Ordnung, wa? Ja. Ja, ja. Nee, war schön. Schräges Gemisch. Ja, so ja, soll das auch sein zum Geburtstag. Gegründet wurde das Kabarett Obelist 1978 in der damaligen DDR-Bezirkshauptstadt Potsdam. Zunächst wurde im ehemaligen Kino an der Schopenhauerstraße gespielt. Nach der Wende zog das Ensemble dann in die Charlottenstraße um. Früher war nicht alles, aber manches besser. Die DDR-Zeit war schon insofern schön, als wir eben was Besonderes waren. Die Leute waren ja wie verrückt nach Karten. Und Kabarettkarten war ja eine dritte Währung hier im Staat, mit der man auch handeln konnte, wenn man daran kam. Man suchte eine Partnerin für Sammy Finke damals. Sie sollte nicht ganz so groß sein, die eben körpermäßig zu ihm passte. Und ich war in Magdeburg bei den Kugelblitzen und kamen sie zu mir und haben gesagt, hast du Lust, zu uns zu kommen? Wir suchen eine Frau. Ja, und da bin ich eben hier gelandet, 82. Und das sind immer die großen Vorbilder hier, Sammy Finke. Und ja, das fand ich immer toll, Gretel Schulze. Ich bin, wie gesagt, dann erst kurz vor der Wende hier eingestiegen. Aber es war eine schöne Zeit, ich habe sehr viel gelernt. Mit einem bunten Programm feierte das Kabarett seinen 35. Geburtstag und ließ sich feiern. Und auch für die nächsten 35 Jahre haben die Potsdamer Kabarettisten noch jede Menge vor. Ja, Zieger lässt sich die Haare wachsen. Ja, also bis dahin ist auf alle Fälle ein Mittel gefunden. Ja. Das ist, ja. Also daran arbeite ich. Das ist eigentlich das Einzige. Ja, ansonsten, nicht. Also wir unterstützen ihn dabei. Ne? Und ich habe ich mir nicht vorgenommen. Ich möchte noch in die Bundesliga aufsteigen. Also wir sind in die Bundesliga. Ja, Fußballer, aktiver Fußballer. Also zwei machbare Sachen und ja. Du? Und ich gucke euch dabei zu. Das ist meine Aufgabe die nächsten 35 Jahre. Es gibt kein Staatswesen, was so toll wäre, dass man es nicht besser machen könnte. Und da muss man dranbleiben und das muss man versuchen. Und da hat das Kabarett, glaube ich, immer seine Aufgabe. Das Spielen ist unser Leben. Und ich glaube, ich bin traurig, wenn ich zu Hause rumhänge und wenig zu tun habe. Also ich will spielen, Gretel will spielen, Andreas will spielen, Helmut will spielen. Ich nehme an, wir spielen immer alle weiter, bis man uns irgendwann nicht mehr sehen will. Na dann weiter so, Potsdamer Kabarettisten. Wir freuen uns drauf.